Wenn Gott jetzt wollte, er könnte jetzt den Teufel verderben, oder? Mm. Er könnte jetzt den Teufel in der Hölle schicken, oder? Yeah. Warum nicht? In die Hölle schicken, warum nicht? Und er wird das machen im Apokalypsis, yeah, Offenbarung. Yeah. Im Offenbarung Kapitel 20 tut er den Teufel in die Hölle und nach 1000 Jahren lässt er ihn wieder zurück aus. Yeah. Warum? Weil der Teufel im Ende erfüllt den Wille Gottes, oder? Ja, er ist der große Müllmann. Mhm. Ja, genau. Ja, kannst du das bitte erklären für die Anschauer? Ja, ich meine, er ist der große Müllmann, weil er, ich meine, es gibt diese Gleichnisse immer wieder, dass zum Beispiel ein Netz wird ins Meer geworfen. Mhm. Sie ziehen alle Arten von Fischen heraus und die Guten nahmen sie Gefäße, aber die Faulen warfen sie weg. Mhm. Und also Leute. Und die Bibel sagt, so wird es sein im Ende des der Welt. Also Ungläubige, die verloren gehen, sie werden mit Müll verglichen. Mhm. Sorry, aber das hat die Bibel gesagt. Das hat Jesus gesagt in Matthäus Kapitel ja. 13. Er sagte, dass sie sammeln die Gute in Vessels. In Gefäße. In Gefäße. Und sie schmeißen die Faulen weg. Und so wird es sein am Ende der Welt, dass, ich spreche von Leute, ja, dass die gerettete Leute werden versammelt. Hm. Die Vereinigung von sie ist die Versammlung, oder? Ja. Und die Böse werden, die ungerettet, werden weggeschmissen. Hm. Und der Teufel ist ein Betrüger. Hm. Und er existiert zu betrügen. Und Gott lässt ihn existieren, ja, damit er betrügen kann. Und das ist auch ein Teil von Gottes Plan, dass Leute die Wahl haben werden zwischen Gott und die Wahrheit und was wahr ist und wegen dieser Verführung genau vom Teufel. Und der Teufel werden diese Leute versammeln, hm, damit sie alle weggeschmissen, ja, sein können, oder? Ja, und auch in unserer jetzigen Zeit, nicht unbedingt in Bezug auf die Hölle, auch in unserer jetzigen Zeit, falsche Propheten zum Beispiel, hm, die eben vom Teufel sind, sie sind auch Müllmänner. Mhm. Denn sie sammeln schlechte, böse Menschen in ihre Kirchen. Sie attraktieren sie alle. Ja. Mhm. Und das ist gut in gewisser Weise, weil sie dann zum Beispiel unsere gute Kirche verlassen. Mhm. Böse Menschen. Und sie werden eben gesammelt. Und und es ist manchmal schwer für uns zu verstehen, warum Gott lässt der Teufel so viele Leute betrügen. Aber wir wissen, dass wenn diese Leute die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, werden sie nicht betrügt. Genau. Und diese Leute sind betrügt, weil sie die Wahrheit nicht geliebt haben. Und die Bibel sagt, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Mhm. Und wenn wir das lesen, ja, wenn Leute das lesen, sollen sie denken, ja, es wäre besser für mich, wenn ich die Wahrheit glaubte, sofort. Ja. Weil ich will nicht diese Verführung und diese Lüge glauben.